Kann man die Zeit neu erfinden? Wahrscheinlich nicht. Aber man kann sie auf eine unterschiedliche Art und Weise anzeigen. Die de facto Kinetik ist ein solcher Weg. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um de facto. De facto ist eine Marke, die zur ICLA-Gruppe gehört. Ich habe euch oben unter dem i und hinten ganz am Ende des Videos bei der Endcard einige Videos zu ICLA verlinkt. Dann könnt ihr sehen, wie de facto in die ICLA-Gruppe reinpasst. Die Marke wird geführt von Raphael ICLA und die Gehäuse kommen aus der Gehäusemanufaktur ICLA und dementsprechend hoch ist die Qualität, die man hier bei dem Gehäuse der de facto Uhr bekommt. Aber bei dieser Uhr ist nicht das Gehäuse das ausschlaggebende und auffällige, sondern die außergewöhnliche Gestaltung des Ziffernblattes und die Art und Weise, wie die Zeit angezeigt wird. Das Ganze ist natürlich Bauhaus angehaucht, aber so wie Bauhaus ursprünglich erdacht war, nämlich ein Design zu erschaffen, was in die aktuelle Zeit passt und nicht nur einfach ein bestimmtes, einmal kreiertes Design über die Zeit zu kopieren. Das heißt, hier ist die Idee des Bauhauses weiterentwickelt worden, in die Jetztzeit transportiert worden und die Uhr zeigt die Zeit auf eine ganz besondere Art und Weise an. Dazu werde ich im Laufe des Videos noch kommen und euch das selbstverständlich auch gerne im Detail erläutern. Was ich bei dieser Uhr besonders mag, ist die Tatsache, dass die Uhr bis 100 Meter wasserdicht ist, wodurch sie für mich zu einer wirklich guten Alltagsuhr wird. Die Uhr hat den Red Dot Design Award gewonnen und ist vor 2, 3 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf den Markt gekommen. Man hatte damals aber nur 5 Bar Wasserdichtigkeit. Jetzt mit 10 Bar ist sie für meinen Alltag deutlich alltagstauglicher geworden. Mit 39 mm im Durchmesser und einer reflektionsbeschichteten Saphirglas, einem 20 mm Anstoß und einem gleichlaufenden Lederband ist sie ein schöner Dresser und passt an viele Handgelenke und fühlt sich auch an meinem Handgelenk absolut wohl. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 9,8 mm, wiegt 59 Gramm ohne das Lederband und hat das ETA 2824-2 verbaut und eine Horn-zu-Horn-Länge von 45 mm. Wie ihr sehen könnt, ist ein Schnellwechselsystem verbaut, was es erlaubt, Bänder schnell und einfach zu wechseln, sodass man auch bei dieser Uhr ein schlichtes, einfaches Silikon- oder Kautschukband montieren kann, was die Uhr dann bei einer Wasserdichtigkeit von 100 Meter zu einem perfekten Alltagsbegleiter in jeder Situation macht. Schauen wir doch mal kurz, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Hier verglichen mit der 39 mm Steinhard kann man deutlich sehen, wie unterschiedlich 39 mm wirken können, je nachdem, wie groß das Ziffernblatt ist und ob es eine zusätzliche Lünette gibt oder nicht. Ja, bei Uhren dieser Bauart sind 39 mm für mich wirklich sehr angenehm und fühlen sich an meinem Arm sehr wohl. Ich mag die Uhr und finde sie sehr gelungen gemacht, sowohl von der Größe, von den Spezifikationen, als auch von der besonderen Art und Weise, wie die Zeit angezeigt wird. Ich werde darauf im Detail noch genau eingehen, aber hier könnt ihr schon einmal sehen, wie sich die Uhr unterscheidet mit der durchgehenden Minutenskala auf dem äußeren Ring ohne erkennbare 5-Minuten-Indizes und der innenliegenden Skala mit den einzeln stehenden 5-Minuten-Indizes. Die Krone ist groß und griffig, der Boden ist ein Boden, der einen Blick auf das Werk freigibt. Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität nach meiner Meinung auf einem überdurchschnittlichen Niveau in der Preisklasse, sowohl was die Gehäusequalität betrifft, als auch was die Innovation bezüglich der Zeit Anzeige betrifft. Die Gravuren sind sauber und
Ansonsten ist der Boden eher unauffällig, aber in seiner Unauffälligkeit eben sehr sauber und handwerklich sehr gut gemacht, sodass es hier aus meiner Sicht überhaupt keine Bedenken gibt und die Uhr wirklich überall getragen werden kann und dank der Wasserdichtigkeit eben auch in der Freizeit im Wasser beim Schwimmen, mit den Kindern am Pool oder vielleicht sogar, wenn man es denn möchte, im Urlaub am Meer, auch wenn der Stil der Uhr vielleicht nicht unbedingt eine Uhr fürs Meer ist, aber von den Spezifikationen sollte diese Uhr das alles locker mitmachen. Hier könnt ihr sehen, dass die Zeiger skelettiert sind und wenn sie sich überlappen, sieht man durch den einen Zeiger den anderen. Das wird, und da komme ich gleich noch im Detail drauf zu sprechen, bei der Zeitanzeige sehr elementar und auch wenn das Ziffernblatt auf den ersten Blick vielleicht verwirrend erscheinen mag, ist die Uhr extrem gut ablesbar. Ich nehme noch mal kurz die schwarze Pappe, einfach um einen anderen Kontrast zu bekommen, denn ich habe gemerkt, dass bei dieser Uhr interessanterweise ein rein weißer oder heller Hintergrund gar nicht so einen tollen Kontrast erzeugt. Deswegen habe ich mal kurz die schwarze Box genommen, einfach um noch mal einen anderen Blick auf diese Uhr zu gewähren. Die skelettierten Zeiger sind übrigens mit Leuchtmasse versehen, BGW 9, und auch der rote Sekundenzeiger ist mit Leuchtmasse versehen. Leider ist keiner der Indexe, weder die innenliegenden 5-Minuten-Indizes noch bei den äußeren Minuten, irgendeine Leuchtmasse verwendet worden, sodass die Uhr zwar nachts interessant aussieht, aber nur mit Mühe und mit einigen Schwierigkeiten abzulesen ist. Das zeige ich euch aber auch später im Video nochmal im Nightshot. Hier wollte ich nochmal auf die Zeiteinteilung und Zeitdarstellung eingehen. Ihr könnt sehen, dass der Stundenzeiger und der Minutenzeiger skelettiert sind. Der Minutenzeiger ist deutlich schmaler und passt genau in die Aussparungen des Stundenzeigers. Und der Sekundenzeiger wiederum passt genau in die Aussparung des Minutenzeigers, sodass, wenn sich alle drei Zeiger überlagern, jeder Zeiger einzeln sichtbar ist und als einzelnes Element erkennbar ist. Sowohl die außenliegenden einzelnen Minutenindizes als auch die innenliegenden 5-Minuten- oder Stundenindizes sind einzeln und abgegrenzt in den Aussparungen des Minutenzeigers erkennbar, sodass, wenn sich Stunden- und Minutenzeiger überlagern, beide Zeiger und beide Indizes separat zu erkennen sind und damit die Ablesung der Zeit absolut zweifelsfrei erfolgen kann. Und das Ganze auf eine Art und Weise, die ich so noch bei keiner anderen Uhr gesehen habe. Und das ist etwas, was mich immer erfreut, wo ich Spaß dran habe, wenn eine Uhr mal irgendetwas ein klein wenig anders macht, ein klein wenig anders darstellt. Und ich versuche euch das hier nochmal zu zeigen. Die Zeiger, wie ihr sehen könnt, überlappen sich. Die Krone ist übrigens eine Zug- und Druckkrone, deswegen auch nur bis 10 bar wasserdicht. Und wenn ich die Zeiger jetzt gleich einmal bewege und einstelle, dann könnt ihr sehen, wie die einzelnen Indizes durch die Zeiger sichtbar sind, beziehungsweise unter den Zeigern sichtbar werden. Hier könnt ihr sehen, die Minutenindex auf der 12 und der 5-Minuten-Index ist im Minutenzeiger zu erkennen und der Stundenindex im Stundenzeiger, sodass man die Zeit hier sehr präzise auf 8 Uhr ablesen kann. Wenn ich dann mit Handschuhen ist das Kroneziehen nicht ganz so einfach. Wenn ich die Krone, ich probiere es jetzt nochmal und zeige es euch gleich nochmal. Wenn ich die Krone dann gezogen habe, stelle ich die Zeit auf 12 Uhr ein, weil einige von euch möchten gerne sehen, wie die Zeiger auf 12 Uhr stehen. Und gerade bei dieser Uhr finde ich das auch sehr interessant, weil man dann wirklich alle drei Zeiger übereinander stehen hat und sehen kann, wie präzise die Uhr und das Ziffernblatt gearbeitet sind, um genau diese Position einmal zu zeigen. Jetzt kommen wir hier auf die 12 Uhr und ihr könnt sehen, dass
alle Zeiger exakt übereinander stehen. Da der Sekundenzeiger jetzt den Minutenzeiger überlagert, sieht man selbstverständlich die Indizes auf der äußeren und inneren Skala nicht mehr. Und das war gerade mein Hund, falls ihr es gehört habt. Sobald ich es aber weiter drehe, werden die Markierungen sichtbar. Und wenn ich jetzt nochmal die Krone ziehe, dann könnt ihr auch sehen, dass man die Uhr tatsächlich minutengenau ablesen kann. Der 5-Minuten-Index wird im Minutenzeiger sichtbar, also exakt 5 nach 12. Und beim Weiterdrehen kann man auch wieder minutengenau ablesen. 6 Minuten nach 12, 7 Minuten nach 12, 8 Minuten, ja und so weiter. Also man kann wirklich die Uhr intuitiv sehr genau ablesen und das, obwohl die Anzeige ein klein wenig anders realisiert wurde, als man es bei anderen Uhren kennt. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich würde gerne mal von euch lesen, wie ihr das findet. Ob ihr glaubt, dass das Probleme im Alltag macht oder ob man sich daran sehr schnell gewöhnt. Ich hatte sie eine ganz kurze Zeit am Arm und muss ganz ehrlich sagen, mir hat es keine Probleme gemacht. Ich hatte im Gegenteil relativ viel Spaß an der Uhr, weil sie eben mal anders ist und sich etwas anders verhält als übliche Uhren. Schauen wir mal an, wie sich die Uhr nachts verhält. Wie erwähnt, wir haben hier Leuchtmasse BGW 9 auf den Zeigern und eine rote Leuchtmasse auf dem Sekundenzeiger. Leider keinerlei weitere Anhaltspunkte auf dem Ziffernblatt, was es mir auch etwas schwerer gemacht hat, die Uhr auf Punkt 12 Uhr einzustellen. Werdet ihr jetzt sehen, da war ich gerade über 12 Uhr drüber, musste wieder zurückdrehen. Also nachts mag das vielleicht eine Herausforderung sein, aber wenn man von sehr hellen Verhältnissen auf dem Balkon oder im Garten in die Wohnung zurückkommt, wo es etwas dunkler ist, kann es durchaus sein, dass diese Leuchtzeiger doch helfen, die Zeit besser, schneller und einfacher ablesen zu können. Als Hilfsmittel für die Nacht glaube ich, dass diese Darstellung nur bedingt geeignet ist. Nichtsdestotrotz hat es mir gefallen und ich mochte diese Art der Darstellung. Ja, schreibt mir doch bitte, was ihr von der Uhr haltet. Für 865 Euro bekommt man hier eine außergewöhnliche Uhr, die aber nicht so außergewöhnlich ist, dass sie sich zwangsweise aufdrängt. Mit 100 Meter Wasserdichtigkeit ist sie absolut alltagstauglich. Mit 39 mm ist sie alltagstauglich, nicht nur für die Freizeit, sondern auch für den Anzug. Sie passt unter Hemd und Manschette. Ich mag diese Uhr. Ich mag sie, weil sie außergewöhnlich ist und auch, weil sie anders als viele andere Uhren von de facto in der Vergangenheit jetzt auch eine höhere Wasserdichtigkeit hat und damit für mich wesentlich universeller einsetzbar ist. Ja, das war's für heute. Bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.